Trauben sind für Hund Ferdi der reinste Genuss. Sein Frauchen ist Winzerin und damit bedeuten die Früchte für Helen Schmidt auch Nervenkitzel. Man bibbert im Frühjahr, dass es nicht hagelt, man betet, dass das Wetter passt, man betet für Regen. Aber das ist schön, das ist spannend, das ist eine Herausforderung und wir machen mit dem, was wir kriegen, das Beste. Täglich ist sie zu Fuß in den Weinbergen um Eichstätten am Ostrand des Kaiserstuhls unterwegs. Die Natur gibt mir eine wahnsinnige Ruhe. Man kann sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Grün hat ja an sich eine beruhigende Wirkung auf mich. Gerade in den Reben ist dann ruhig, man kommt aus der Hektik weg, hat keinen Straßenverkehr. Ist einfach super zum Runterkommen und zum Gedankensortieren. Seit 2008 bewirtschaften Helen und Martin Schmidt ihr eigenes Weingut. 2013 haben sie außerdem das Weingut seiner Eltern übernommen. Unser beider Ziel war schon, wir wollen selbstständig sein, also wir wollen einen eigenen Betrieb. Ja, und so haben wir jetzt halt zwei Betriebe. Neben den eigenen verarbeiten sie die Trauben von fast 70 Vertragswinzern. Bis zu 25.000 Flaschen Wein schafft die Apfelanlage täglich. Beeindruckende Zahlen. Und doch kommt es im Weinbau gerade nicht auf maximale Erträge an, sondern auf eine gleichbleibende Qualität. Auch wenn Rahmenbedingungen wie die Witterung schwanken. Entscheidend dabei sind neben dem Rebschnitt auch die letzten Wochen vor der Lese. Ja, also ich glaube, kann man sich als Außenstehender kann man das gar nicht verstehen. Ja. Also ich habe dann manchmal auch schlechte Laune oder mein Vater ist ganz zittrig, wenn Regen angesagt ist oder ein größeres Gewitter. Ja. Also da lebt man schon sehr stark mit. Minutiös beobachten und aus vielen verschiedenen Faktoren die richtigen Schlüsse ziehen. Diese Herausforderung zieht sich vom Rebschnitt über die Lese bis hin zur Reifung der Weine im Keller. Jeder Schritt ist eine Wissenschaft für sich. Und doch, so der Fachmann, keine reine Kopfsache. Es ist Gefühls- und Glaubenssache. Ich sehe gerade jetzt im Weinbau, also da ist für mich eine ganz enge Verbindung. Und ich sag mal, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich da von oben unterstützt wäre oder auch geleitet, könnte ich meine Entscheidungen und das Rationale gar nicht so arg treffen, weil ich habe dann irgendwie so die Gewissheit und sage, jawohl, das so wird es gut. Dass ihr Glück und Erfolg im Weinbau von oben kommen, Geschenke sind und Wertschätzung verdienen, wollen die Schmidts auch ihren drei Kindern vermitteln. Ich glaube, dass man schon in der Erziehung stark geprägt wird über Werte und Gottvertrauen, Dankbarkeit. Ich meine, man sieht ja, wie es anderen geht und kann da relativieren. Uns geht es sehr gut und dafür dankbar zu sein, finde ich nur natürlich. Genuss und Freude bleiben dabei keineswegs auf der Strecke. Denn auch wenn man ohne Wein leben könnte, sagt Helen Schmidt, wäre das Leben dann nur halb so schön. Und so hat bei den gemeinsamen Mahlzeiten auch schon die nächste Generation ihren Spaß daran. Die finden das lustig, glaube ich, weil auch oft in der Schule, wenn dann was geredet wird, dann erzählen sie, ja, sie hätten Wein getrunken. Natürlich trinken sie Traubensaft, aber für sie ist es Wein. Und sie finden es ganz toll, wenn das dann in so einem Glas mit Stiel serviert wird. Sie stoßen dann auch an und simulieren, einen Wein zu probieren und zu erkennen. Und doch wissen die Eltern nur zu gut, dass auch viel Arbeit und Herzblut im Weinbau stecken. Die Fortführung des Familienbetriebs, das ist beiden klar, können sie nicht erzwingen. Es wäre sehr schön, wenn jemand den Wunsch äußern würde, es zu übernehmen. Im Moment lassen wir das völlig offen. Der Älteste ist erst 12 Jahre alt, der will im Moment Fußballstar werden. Schauen wir mal, wo das hinführt. Von seinen Eltern übernommen haben Helen und Martin Schmidt mit dem Familienweingut die Produktion von Kirchenwein. Dieser wird nicht nur in Eichstätten, in vielen badischen Kirchengemeinden zum Abendmahl gereicht. Das ist eine Ehre. Das ist wirklich schön, dass Wein ein Kulturgut ist, das so hoch geschätzt wird und auch in der Kirche die Ritualien unterstützt. In vielem, was die Winzerin erzählt, klingt die Dankbarkeit für das Geschenkte stärker durch als die eigene Leistung. Dabei ist sie im Betrieb für Marketing und Vertrieb zuständig. Ist sie stolz auf das, was sie in ihrem Betrieb schaffen? Wahrscheinlich viel zu wenig, wenn Sie mich so fragen. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Aber ja, doch. Also ich bin stolz, klar. Auch auf meinen Mann.
Mitten in der Heidelberger Altstadt ins Afrika-Feeling eintauchen. Viermal im Jahr feiert die Kapellengemeinde hier ihren Afrika-Gottesdienst. Das Feiern ist in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen. Freude und das sprühende Leben. Ich finde, das ist das, was dieser Afrika-Chor hier mit reinbringt, und das genieße ich sehr. Eigentlich finde ich einen Afrika-Gottesdienst besser, weil mein Vater ist selber Togoer, also auch in Afrika. Und deswegen finde ich einen Afrika-Gottesdienst auch besser. Ja. Ich komme 25 Kilometer südlich von hier, aus der Nähe von Wiesloch. Der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Wer singt, betet zweimal. Das ist ein afrikanisches Sprichwort, und das haben wir uns hier in der Kapelle zu Herzen genommen. Herzstück des Gottesdienstes ist der Afrika-Chor Manita. 2003 von einer Handvoll Studierenden gegründet, hat er heute zwischen 25 und 35 Mitglieder aus rund 10 Ländern. So genau weiß das niemand, denn die Zusammensetzung ist dynamisch, wie alles an diesem Chor, auch die Proben. Das ist halt unsere Art. Wir singen gerne, richtig gerne. Wir singen mit Begeisterung, wir tanzen dazu. Es wird spontan auch mal ein Solo oder eine Variation eingeworfen, wenn die Stimmung danach ist. Und dafür ist Platz in Manita. Für Freigeister, wie für Leute, die sehr strukturiert vorgehen, aber entsprechend die Flexibilität mitbringen, mit Herzen zu singen und der Gemeinschaft viel, viel Platz und Bedeutung einzuräumen. Halleluja. Wir halten zusammen. Das ist die Bedeutung des Chornamens Manita in einer der Landessprachen in Kamerun. Dieses Credo wird gelebt und zieht viele an, unabhängig vom Singen. Es gibt viele Leute, die in Manita gekommen sind, nicht als Sänger, sondern als, die wollen nur in dieser Gemeinschaft bleiben. Die haben gedacht, es gibt viele Afrikaner, die hingehen. Ich gehe auch, ja. Obwohl die singen nicht so viel, nicht so gut. Die sind da, die bereiten alles vor der Kirche, die machen Tee für uns. Gemeinschaft in Vielfalt. Für diese Erfahrung sind einige Mitglieder von Manita längst über die Chorarbeit hinaus wichtige Botschafter geworden. Sie engagieren sich auch, indem sie den Gedanken der Toleranz in Kindergärten hineinbringen und kommunizieren, was Toleranz bedeutet. Wir können dieses Motto oder dieses Sprichwort von Toleranz in viele mehr Ecken schicken, dass viele Kinder und Leute und Schulen und Gemeinden können das auch lernen, dass es ist besser, andere Leute zu akzeptieren, als wegzuschmeißen. Und das ist mein Wunsch. Gerade in Zeiten, in denen rechte Strömungen und Parteien lauter werden und viele Chormitglieder damit ihre ganz persönlichen Erfahrungen machen, ist ihnen ihre Botschaft ein Anliegen. Dabei lässt eine Begegnung mit Manita keinen Zweifel daran, dass auch so ein ernstes Thema bunt, lebensfroh und voller Optimismus daherkommen kann. Ich heiße Carla Braun, ich bin 23 Jahre alt und studiere Kirchenmusik in Heidelberg an der Hochschule für Kirchenmusik. Ich habe so im Alter von 14 Jahren angefangen, in der Kirchenband mitzusingen und Klavier zu spielen. Und irgendwann hat dann der Pfarrer mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Orgel spielen zu lernen. Ich finde, der Gottesdienst ist etwas ganz Besonderes. Es ist für mich was sehr Magisches und ich mag diesen liturgischen Ablauf. Ja, und die Orgel als Instrument ist einfach, also das ist die Königin der Instrumente, das sagt man ja zu Recht, einfach weil es lautstärkemäßig und weil es was sehr Würdevolles hat. Ich bin christlich aufgewachsen, christlich erzogen worden. Wurde dann konfirmiert mit 14, wie das eben alle so wurden in dem Alter. Ich habe viel gebetet und bin auch gerne zum Konfirmandenunterricht gegangen.
Aber erst mit dem Studium und mit dem häufigen Besuchen von Gottesdiensten und dem Mitwirken in Gottesdiensten, würde ich sagen, und auch hier dem Unterricht von Theologie und Hymnologie, habe ich mich mit dem Glauben näher auseinandergesetzt. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft im Studium. Also ich merke auch, dass ich das brauche, Gottesdienste auch einfach nur zu besuchen und gar nicht mitzuwirken. Ja, weil man unheimlich gestärkt aus einem Gottesdienst rausgeht. Wir als Kirchenmusiker nehmen natürlich wahr, dass die Gottesdienste eher rückläufiger besucht werden und dass die Kirchenchöre auch immer mehr verschrumpfen. Und wir versuchen hier natürlich auch im Studium rauszufinden, wie man das ändern kann. Ist vielleicht Popmusik der richtige Weg, neue geistliche Lieder oder Gospelmusik, eine Kirchenband oder irgendwie neue Chöre gründen, Kinderchöre, Jugendchöre. Wir als Kirchenmusiker machen viel Musik mit Laien und ich finde es wichtig, dass Menschen sich trauen, Musik zu machen, dass sie in den Chor kommen, obwohl sie vielleicht Angst haben, nicht richtig zu singen. Ich finde einfach, Musik machen, miteinander, gemeinsam machen, ist was sehr Wichtiges, etwas sehr Positives, was einen aus dem Alltag herausbringt, rausreißt und irgendwie abschalten lässt. Deswegen finde ich, macht mehr Musik.